Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Ja, wie man schon sehen kann auf der Karte, ich habe mir ein paar Markierungen gemacht. Und zwar ist hier ungefähr der Turm, beziehungsweise dort soll er sein. Ich habe nämlich mal nachgeguckt, weil ich mich nicht daran erinnern konnte, dass hier irgendwo was ist. Und tatsächlich, mir ist aufgefallen, wir haben hier tatsächlich damals gar nicht den Tempel geholt, um hier eine Schnellreise machen zu können. Das heißt, wir gehen tatsächlich einfach hier hin und laufen einfach nochmal zum... Stall. Und versuchen dort die Schnellreise erstmal freizuschalten, den Schrein. Und dann als nächstes geht es weiter zu dem Turm. So wäre jetzt der Plan. Einfach mal so eine kleine Erkundungsfolge eingeworfen. Und ja, ich hoffe, das klappt so, wie wir uns das vorstellen. Und dann kümmern wir uns einfach mal darum, dass wir hier weitermachen können. Da nehme ich gerade zu. Das ist nämlich der Turm, den wir haben wollen. Und genau, da wollen wir hinreisen. Und das werden wir diese Folge einfach mal so machen. Und ja, ich hoffe, euch geht's gut soweit. Mir geht's eigentlich sehr gut. Ich bin leider mal wieder ein bisschen verschnupft. Ich weiß nicht, wieso das eigentlich immer kommt, wenn Aufnahme ansteht. Es nervt mich total. Aber naja, man kann es nicht ändern, ne? So ist das leider. Ja, jetzt wo ich das gerade aufnehme, es ist Samstag, der 8.7., dann wisst ihr tatsächlich mal so, okay, wann nimmt Jin eigentlich immer auf? Und es ist tierisch warm. Es ist einfach tierisch warm, Leute. Aber wahrscheinlich wird es bei euch ähnlich aussehen, weil ich glaube, dieses Wochenende ist auf jeden Fall sehr warm. Ich meine, so mal ein so ein bisschen, wenn es ein bisschen wärmer ist, ist ja auch sehr schön. Aber ich finde so, ich bin auch so mit, also weiß ich nicht, viel wärmer als 25 Grad oder so braucht es nicht sein. Wenn ich ehrlich bin. Aber naja. So ist es halt. So ist es halt. Wir dürfen das ertragen. Vor allen Dingen ist ja dann immer so ein Problem, finde ich, so diese hohe Luftfeuchtigkeit. Zumindest ist hier immer eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Und das ist immer ein bisschen, das ist immer echt ein bisschen heftig. Und ja, aber naja, so ist es. So ist es leider. Da, diesen Schrein, den haben wir uns gar nicht geholt. Ich verstehe gar nicht, wieso. Den haben wir uns einfach nicht abgeholt, die Schnellreise hier, den Schnellreisepunkt. Würde ich mal sagen, dass wir das doch einfach nochmal nachholen. Hallo, Schreini meini. Okotzi, Schrein, Wald von Hyrule. Dann schalten wir den nochmal frei. Ich habe doch gerade hier untersuchen gedrückt. Was soll das? So, das können wir eigentlich überspringen. Dann gehen wir doch mal rein und versuchen, den Schrein zu lösen. Und wir haben auf jeden Fall einen Schnellreisepunkt mehr. Also man kann sich ja immer daran orientieren, so dass ja immer in der Nähe von einem Stall, Stadt oder wie auch immer, ist immer ein Schrein. Da wird es eigentlich immer einen Schnellreisepunkt geben. Fall und Aufstieg. Ikotzi-U-Schrein. So. Ah, okay. Okay.
Ja, fahren wir zurück. So. Zack, das war natürlich relativ easy. War jetzt nicht die große Kunst. Komm, weiter. Nehmen wir erst noch den hier mit. Den Schatz natürlich. Sonanium-Schild. Dein Schild, deine Schildtasche ist voll. Dann machen wir doch mal den alten, verrosteten Schild. Den legen wir mal weg. Dann können wir noch ein Sonanium-Schild mitnehmen. So, da kommen wir mal wieder hoch. Das haben wir geschafft. Moment, ich muss einmal kurz Nase schnauben. So, da sind wir auch schon wieder. Dann gucken wir mal, was hier passiert. Okay, da passiert auch was, aber... Wait. Okay, ich weiß nicht ganz, was wir machen sollen. Können wir hier mit der Ultrahand was machen? So, jetzt haben wir hier die Zeitumkehr. Weiß jetzt nicht so ganz, ist das smart? Schade. Das klappt nicht. Okay. So, wir nehmen einfach den hier mit. Ach, das geht nicht. No. Ja, dann ziehen wir den wieder hoch. Natürlich. Dann kommen wir wieder hoch hier. Du bleibst hier. Du Stein, du bleibst hier, Kollege. Okay. So, wenn wir jetzt hier hochklettern und dann darüber fliegen, das sollte doch gehen, oder? Hm.
Moment, das kriegen wir mal hin. So, wenn wir das jetzt umkehren. So. Wenn wir jetzt hier die Zeit umkehren, dann kriegen wir den doch, oder nicht? Ich weiß nicht, ob das richtig ist, was wir hier gerade veranstalten, aber... Ob das reicht... Nee, natürlich nicht. Ja, dann verfallen wir leider runter. Okay, aber das kriegen wir hin, Leute. Das kriegen wir alles hin. Wir nehmen den mal wieder rüber hier. What? So. Dann kleben wir den hier oben drauf fest. So machen wir es. Zum Drehen halten. Das war falsch. Nein, was? Hä, was mache ich da? So. Gut, dann haben wir Ditte. Dann fliegen wir hier rüber. So. Drehen uns um. Ah. Ah, lol. Ja, es hat trotzdem geklappt. Wie gut. Wie gut, es hat trotzdem funktioniert. So war das gar nicht geplant. Aber es hat geklappt. Also, es war natürlich geplant, ne? Natürlich war das so geplant. Haha. Nee, ich bin ehrlich, das war anders geplant. Aber cool, dass es funktioniert hat. Gut, dann haben wir auch den Segen hier. Jawohl, noch ein Segenslicht. Sehr schön. Warten. Wenn du Zeit vergehen lassen willst, sollst du ein Lagerfeuer aufsuchen. Dort kannst du bis zum Morgen, Mittag oder Abend warten. Oh ja, das ist ja auch cool. Oh, es regnet ganz doll. Oh nein. Was ist da passiert? Warum bist du runtergefallen? Eine Funkelfrucht. Gut, dann würde ich doch mal sagen... Oh, Schleichglöckchen, eine Blume, die in Wäldern und auf Wiesen zu finden ist. Nachts gibt sie ein schwaches Licht ab. Als Kochzutat verleiht sie die Fähigkeit, lautlos zu schleichen. Ja Mensch, nicht schlecht. So, dann versuchen wir doch mal hier zu dem Turm zu kommen und das Gebiet hier freizuschalten. Dann sehen wir endlich mal ein bisschen mehr. Oh, oh Gott. Machen wir mal eine Feuerfrucht.
So. Genau, komm. Mach kaputt hier. Jawohl, den haben wir. Nummer 1, Baum. Komm rum hier. So, und Nummer 2. Eine Spurtechse ist aus dem Baum gefallen und ein Apfel. Und ein Krokwedel. Das nehmen wir alles mal schön mit hier. Haben wir hier noch? Ein Bockblinhorn. Und ein Apfel. Okay. Dann geht's weiter Richtung Turm. Schleichling. Weiter Richtung Turm geht es. Link. Da bist du ja wieder. Wir müssen schnell weiter nach Prinzessin Zelda suchen. Achso, er hat auf uns gewartet hier in dem Gebiet quasi und er kommt nur in dem Gebiet zurück. Ja, ja, klar, okay, verstehe. Verstehe. Oh, guckt mal, wer hier ist. Unser alter Freund. Der versucht, das hier hinzustellen. Ja, Mensch. Dann helfen wir ihm doch mal wieder, wa? So. Hallo. Ah, du bist's. Danke für deine Hilfe kürzlich. Ich habe alle Hände voll damit. Direktor Dummster und so weiter und so fort. Lass doch einfach mal los. Ja, ich weiß. Ich werde es stützen. Und es steht. Schau es dir an. Ist es nicht toll? Er lernt es halt einfach nicht. Er lernt es einfach nicht. So. Großartig. Es steht von alleine. Ganz ohne ihn zu stützen. Ja. Wieso ist mir das nicht nur schon viel früher eingefallen? Ich weiß es doch auch nicht, Mensch. Genau. Mach das mal alles fest und fertig. Alles fertig? Ja. Sehr schön. Dank deiner Hilfe konnte ich das Schild fest im Boden verankern. Jetzt muss ich es nicht mehr die ganze Zeit stützen. Ein kleines Wunder. Hier als Dankeschön. Roter Rubin, Dankeschön. Entschuldigt bitte, ich muss immer mal zwischendurch Nase schnauben. Immer diese Erkältung gerade, es ist ganz schlimm. Obwohl es so heiß ist, das ist echt total blöd. Oh, wir kriegen von dem Hitzeschutz. Sehr gut. Jawohl, Übernachtungsgutschein haben wir bekommen von ihm. Ach, okay, krass. Ich wusste gar nicht, dass er uns sowas gibt. Oder uns sowas geben kann. Cool. Autsch. Sag mal, Vogelstrauß, was war das denn? Hast du ein bisschen Panik gehabt, oder was? Ich fass es nicht. Oh, wer kommt uns denn hier entgegen? Meine armen Zähne. Savotta. Savotta. Hast du auch das Restaurant, das ein Stück weiter diese Straße entlang liegt, ins Auge gefasst? Oder hast du etwa mich ins Auge gefasst? Haha, ich mach doch nur Spaß. Entspann dich. Ich bin gekommen, um das berühmte Steak des Restaurants zu essen. Leider war es nicht ganz, was ich mir vorgestellt hatte. Ich hatte mir nämlich vorgestellt, es wäre essbar. Wie dem auch sei, entschuldige, dass ich dich aufgezogen habe. Hier gibt's ein Restaurant, ja? Die Junobau stellt ein. Gut, wer weiß das schon, ne? Da sind auf jeden Fall Gegner, wie man gerade sehen konnte. Der eine, der hat schon wieder so eine Rüstung, ne? Eigentlich würde ich das ja ganz gerne machen. Wir machen da so eine Sprengfrucht, hauen wir da rein. Eine Donnerblume. Ha!
Zack. Und tschüss. Wo ist der denn hingeflogen? Soldaten-Zweihänder. Ja, okay, das brauchen wir nicht. Nö, das... Warte mal, du lebst noch? Jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir ihn. So. Was haben wir denn hier für eine schöne Kiste? Mach die mal auf, Link. Hau mal gegen da. Ein Steinspalter. Aber deine Waffentasche ist voll. Ja, aber wir nehmen die trotzdem mit, weil können wir gebrauchen. Wirbelwind ist das und Felsbrockenhammer ist das. Legen wir mal den weg. Haben wir den jetzt mitgenommen? Haben wir. Dann ist ja gut. Dann ist ja gut, Leute. Oh, hier ist ja noch jemand. Hallo. So. Dann haben wir den. Und dann machen wir uns weiter auf dem Weg hier zum Türmchen. Wir laufen einfach mal querfeld ein. Ich glaube, das ist eigentlich viel, viel besser. Oh nein. So, hier hoch. Hier kommen die ganzen Rehe. Ich hoffe, ich rutsche jetzt hier nicht ab. Das wäre so unangenehm jetzt. Das wäre total unangenehm, ehrlich gesagt. Und da sind wir. Turm in der Schlucht von Eldin. Perfekt. Oh. Was für ein Ärger. Oh. Bist du wegen des Kartografierturms hier? Tut mir leid, hier ist gerade ein ziemliches Durcheinander. Wie? Ein riesiges Trümmerstück ist vom Himmel gefallen und hat den Kartografierturm erwischt. Dabei ist die Abdeckung oben auf dem Turm abgerissen. Das heißt, der Turm ist oben einfach offen und außerdem lässt sich der Eingang nicht mehr öffnen. Wahrscheinlich würde sich der Eingang öffnen, wenn man die Lesevorrichtung dort drin benutzen würde. Aber man kommt nicht rein. Oder... Wo fliegt er hin? Genau den nehmen wir nämlich. Und dann fliegen wir von oben rein. Zack. Sturzflug. Da sind wir drin. Yippie. Untersuchen. Geschafft. Zum Glück hat das so gut funktioniert. Oh, genau, wie ich es mir dachte. Die Vorrichtung drinnen hat den Eingang geöffnet. Du hast mir wirklich geholfen. Ich bin dir sehr dankbar. Gut, dann ruhe ich mich erstmal ein bisschen aus, bevor ich aufbreche, um meine nächste Aufgabe zu erledigen. Tu das mal. Hallo da. Hallo, Drin. Ja gut, dann würde ich mal sagen, auf geht's. Werden wir da mal hochgefeuert. Und alle hopp. Futz. Let's go. Unfassbar hoch wir fliegen. Heidewitzka.
Sieht aber auch verdammt gut aus, ne? Sieht einfach nur cool aus. Ja, der Turm war's. Es ist so schön. Deine Oberflächenkarte wurde aktualisiert. Perfekt, Leute. Himmel wurde aktualisiert. Deine Himmelskarte wurde aktualisiert. Sehr gut. Warte mal, wir können ja dann eigentlich mal gleich hier bleiben, ne? Zack, bumm. Und zack. So langsam, aber ich finde auch, ich finde auch Yunobu als Begleiter einfach top, ne? Also muss man mal... Muss man einfach mal so sagen. Oh, da oben ist ein Schrein. Cool. Huch, was ist da passiert? Der ist jetzt hergekommen. Zack. Zack. Der ist jetzt einfach hergekommen. Sag mal. Ja, warte. Wir drehen das einmal hier. Einmal kurz. Dann würde ich sagen, fahren wir da doch einfach mal hoch, weil da oben ist ein Tempel, wie wir gesehen haben. Komm mal hier hoch. Link und alle. Hopp. Weil seht ihr, da oben ist ein Tempel. Den können wir uns ja vielleicht noch holen. Oh, da kommt jemand. Jawohl, okay. Den haben wir komplett fertig gemacht. Komplett easy. Ausdauerling. So, jetzt muss man ja nur gucken, dass man hier hochkommt. Tauchen wir mal nach oben. Ich weiß, es klingt sehr merkwürdig, nach oben tauchen, aber... Ihr wisst, was ich meine, ne? Ihr wisst doch, was ich meine, Leute. Ein Himmelspilz. Dann tauchen wir nochmal ein höher. Hallo? Hallo, hallo, hallo? Ist hier jemand? Hallo? Okay, scheinbar ist hier sonst niemand mehr. Aber das ist ja nicht verkehrt, ehrlich gesagt. So, den machen wir mal hier hin. Hopp. Dann machen wir doch mal ein Ding dran da. Und eine Batterie oben drauf. Nein, ach Gott. Das habe ich nicht A gedrückt. Ich Trottel. So. Und hoch da. Und dann fahren wir doch mal rüber. Zack. Auf geht's. Da, zu dem Schrein würde ich gerne. Das ist nämlich der letzte Schrein. Schrei. Ja. Ich hatte schon mal bessere Witze. Ich weiß, ich hatte schon mal bessere Witze. Aber egal, was soll's. Was soll's, Leute. Was soll's. Oh, da ist so ein Sonau-Spender. Cool. Das ist so ein... Sonau-Bauteilspender ist da, glaube ich. Sonnenfleckchen. Aha. Ja gut, das nehmen wir mal einfach mit, ne? Schadet ja nicht. Moment, hä? Da kann man dann rüber geschossen werden. Ach, wie lustig. Das ist ja unfassbar witzig.
Okay, erstmal will ich jetzt mal hier den hier finden. Genau, den haben wir gefunden. Das ist sehr, sehr gut. Und dann machen wir doch mal hier den Schnellreisepunkt noch frei. Ist das jetzt immer an die ganze Zeit? Zack. Jawohl. Ist es. Gut, aber hier Schnellreise anstellen. Und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge kümmern wir uns hier um diesen Schrein. Und ja, ich bin gespannt, was uns hier als Aufgabe erwartet. Dann vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Schön, dass du mit am Start warst. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich dir einen schönen Tag, morgen oder Abend, je nachdem, wann du das Video schaust. Köstliche Grüße, dein Gin Tonics. Ciao.